Hallo und guten Tag. Ich bin die Gründerin der ehrenamtlichen Organisation MMV. Missbraucht, misshandelt, vergessen und selbst auch Betroffene des sexuellen Missbrauchs und der schweren Misshandlung. Worum es mir hier geht und was ich gerne als Selbstbetroffene loswerden möchte. Ich beobachte seit vielen, vielen Jahren die Entwicklung in diesem Bereich Missbrauch und Misshandlung und muss mit Entsetzen feststellen, dass es scheinbar immer um Geld geht, um Macht, sehen und gesehen werden. Ich arbeite seit 21 Jahren in diesem Bereich und habe in dieser Zeit vielen, vielen Menschen das Leben retten können. Das waren suizidale Ankündigungen. Und auf diesem Weg möchte ich auch der Polizei mein herzlichstes Dankeschön aussprechen, die meine Anrufe ernst genommen haben, die sofort hingefahren sind. Wir haben so viele Menschenleben retten können. Viele Menschen sind in Kliniken eingewiesen worden, können heute ein normales Leben leben, haben noch einen Beruf erlernt, haben Familien gegründet. Das ist letztendlich den Menschen zu verdanken, die wirklich mit Betroffenen zusammenarbeiten, die an der Wurzel anpacken, die da sind. Und nicht nur reden, sondern machen. Es gibt aber so viele, ja, ich nenne sie stille Engel, die aufgrund ihrer eigenen Geschichte im Bereich Missbrauch und Misshandlung gar nicht mehr arbeiten gehen können, aus gesundheitlichen Gründen. Denn man muss ganz ehrlich sein, jeder, aber auch wirklich fast jeder Mensch, der diese grausamen Dinge erleben musste in seiner Kindheit, insbesondere in der Kindheit, entwickelt im Laufe des Lebens, je älter er wird, Erkrankungen. Auch ich gehöre dazu. Und ja, irgendwann betreibt man nur noch Schadensbegrenzung. Das ist eben das lebenslänglich, wovon so viele Betroffene sprechen. Gesetze und Paragraphen allerdings können das alles nicht aufheben. Wäre das der Fall, hätte die Justiz mit Sicherheit schon lange verstanden, dass man Gesetze nicht einfach verändern kann oder so anwenden kann, wie man das selbst ganz gerne möchte. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ja, man tut es, man macht es. Der Beweis darin liegt ja wohl einzig und alleine in der Handhabung mit dem Paragraph 1 Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Tja, und dann frage ich mich bei den Urteils, na, wie nennt man, wie soll ich dazu sagen, bei den Urteilen, die gesprochen werden in diesen Bereichen mit Bewährung, 2, 3 Jahre Gefängnisstrafe, der Begründung, der Täter hat das Recht, sich wieder in die soziale Gesellschaft einzugliedern. Ja, für die gilt Paragraph 1 Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Nur blöderweise für die Betroffenen nicht. Denn sonst hätte man schon längst begriffen, dass Missbrauch und Misshandlung in die Kategorie der Kapitalverbrechen des Mordes gehört. Denn es ist Mord. Es ist ein Seelenmord. Tja. Dazu kommt, dass wir Betroffenen lebenslänglich haben.
Bedeutet ein Täter, der 2, 3 Jahre ins Gefängnis marschiert, der kommt wieder raus und lebt ein tolles Leben weiter, während wir Betroffenen bis ganz zum Schluss in dieser Thematik drin sitzen. Hinzu kommen ja die ganzen Betroffenen, die überhaupt gar nicht darüber reden, denen noch gar nicht bewusst ist, dass das, was ihnen in der Kindheit, in der Jugend, vielleicht auch als Erwachsene, was passiert ist. Sie sind noch in der Verdrängung. Oder sie wissen es und verkaufen es für sich selbst als Normalität. Und dann gibt es noch die, ja, wie soll ich sagen, die sich quasi selber therapieren, indem sie anderen helfen, wenn sie sich schon selbst nicht helfen können, nicht? Die akzeptiert haben, was passiert ist. Die begriffen haben, dass Geld, alles Geld der Welt, das nicht mehr gut macht, was passiert ist. Und jetzt komme ich zum springenden Punkt. Es entsetzt mich immer wieder. Und da bin ich ganz klar in meiner Aussage, wie Betroffene mit Betroffenen umgehen. Es entsetzt mich. Dieses Thema ist ein Thema, da kann es nur ein Gemeinsam geben, ein Zusammen. Es bringt nichts, wenn die Betroffenen und alle anderen, wenn wir alle in einem Boot sitzen, aber es rudert jeder in eine andere Richtung. Da kommen wir nicht zum Ziel. Tja, da kann ich auch am Bahnhof stehen und warten, dass das Schiff kommt. Da hat es immer ein Miteinander zu geben. Und eins darf man nie vergessen. Jeder Mensch empfindet und nimmt anders wahr. Es ist nicht der eine wie der andere. Und was mich auch entsetzt, jeder Mensch hat das Recht, sich zu schützen. Und ich empfinde es als eine Unmöglichkeit, wenn ein Seelsorger sich im Fernsehen an den Friedhof stellt und dort sagt, er möchte seinem Täter aufs Grab pinkeln. Was ist das für eine Aussage? Wenn man so mit dieser Thematik umgeht und dann auch noch über genaue Einzelheiten berichtet, also mit Verlaub, dann muss man sich nicht wundern, wenn diese Gesellschaft die Nase rümpft und sich umdreht. Sie hat das Recht, sich zu schützen. Jetzt kann man sagen, naja, wir sind ja auch nicht geschützt worden. Richtig, aber das ist noch lange kein Grund, selber zum Täter zu werden, indem man nämlich rücksichtslos diese Dinge anderen Menschen, die sich vielleicht mit der Thematik noch nie auseinandergesetzt haben, an den Kopf feuert. Da muss man sich nicht wundern, wenn die Menschen sich umdrehen. Und jetzt kommen wir nochmal zum Thema Kirche. Auch da bin ich ganz klar in meiner Aussage. Ich bin bekennende Atheistin, aber nicht wegen der Missbrauchsfälle. Es ist einfach nicht mein Weg. Punkt. Aber wenn ich als Atheistin sage, es sind 5-7%, die der Kirche zuzuordnen sind, die bekannt sind, was auch noch viel zu viel ist, natürlich. Aber, und jetzt kommt das Aber, wenn man schon aufarbeitet, wenn die Kirche sagt und sich eingesteht, wir haben Fehler gemacht, warum gibt es dann kein Gemeinsam? Warum ist es immer nur ein Draufschlagen, ein Schimpfen, ein Niedermachen? Egal, ob das der Gedenkgottesdienst war für die Betroffenen im Erzbistum Köln. Es ist, also, ich bin entsetzt. Hier geht es um Kindesmissbrauch, es geht um Kindesmisshandlung. Was noch alles viel zu lasch gesehen wird. Und wenn ein Pfarrer, ein Priester, eine Ordensschwester bereit ist, uns die Hand zu reichen oder diesen Betroffenen die Hand zu reichen, warum wird sie denn ständig weggeschlagen? Sind denn alle Priester, sind denn alle Ordensschwestern verantwortlich für das, was vor 40, 50 Jahren passiert ist? Ich kann doch heute auch nicht die heutige Polizei dafür verantwortlich machen, dass sie mich vor 40 Jahren nicht geschützt hat. Und vor 45 Jahren nicht geschützt hat, dass sie mich noch nie geschützt hat. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir jetzt
gemeinsame Lösungen auf den Weg bringen. Gemeinsam ein Fundament, ein stabiles Fundament erschaffen. Die Weichen stellen, um für unsere nachfolgenden Generationen gute Spuren zu hinterlassen. Wir werden den Missbrauch, wir werden die Misshandlung niemals wegkriegen. Das gibt es, seitdem es Menschen auf diesem Planeten gibt. Aber wir können sensibilisieren, wir können aufklären und wir können ein gutes, stabiles und festes Fundament schaffen. Das schaffen wir aber nur gemeinsam. Und nicht, indem man sich untereinander verklagt, indem man untereinander auf den anderen einschlägt, nur weil der eine größer und lauter und stärker und höher sein will als der andere. Missbrauch und Misshandlung sind keine Geldquellen. Und genau das passiert. Es sind keine Quellen für Journalisten, für die Journalisten, für das Fernsehen, nur um die Einschaltquoten nach oben zu treiben. Das alles ist Missbrauch mit dem Missbrauch. Der eine, der hier Vertuscher ist, angeblich Vertuscher. Der nächste, der hier irgendwas unterschlägt. Ich beobachte es. Und nein, ich bin noch nicht in den Medien aufgetreten. Wozu? Ich arbeite mit den Betroffenen und während woanders noch immer lamentiert und diskutiert wird, haben alle diese kleinen Engel, wie ich sie nenne, liebevoll nenne, mehr Schaden abgewandt und mehr Menschen geholfen, wie all die Menschen, die da draußen rumkeifen, die sich untereinander meinen, verklagen zu müssen, sich schlecht machen, sich über andere erheben wollen und immer noch am Diskutieren sind. In dieser Zeit haben wir vielen Menschen das Leben gerettet. Und was ich mir auch wünsche von all den Betroffenen, die da so laut sind, so berühmt sein wollen, differenzieren. Ganz wichtig. Nicht jeder Priester hat sich an einem Kind vergangen und nicht jede Ordensschwester. Und dann würde ich gerne auch nochmal in den Raum stellen, was ist denn mit den Menschen, die in Behinderteneinrichtungen leben und dort missbraucht und misshandelt werden? Über diese Menschen spricht niemand. Und hat sich ein Mensch mal Gedanken darüber gemacht, wie grausam es ist? Es ist doch die Mama, es ist doch der Papa, es sind doch meine Bezugspersonen. Warum? Warum? Das sind all diese Fragen. Das bedeutet aber nicht, dass man schwach ist. Weniger ist. Alles im Allen, was ich mir wünsche, ein Zusammenstehen, ein Gemeinsam. Denn nur zusammen kann man Ziele erreichen. Und jedes Gegeneinander, mit jedem Gegeneinander rutscht ein Betroffener durch das Netz durch. Dieses Land muss aufstehen. Es sind so viele wach und wir können nur gemeinsam zum Ziel kommen. Und das Ziel muss sein, all diesen betroffenen Menschen ihre Würde wieder zurückzugeben, damit auch für uns Betroffene, Paragraph 1 Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, in Kraft treten kann. Ich verpöne die Kirche nicht. Man darf niemals vergessen, wer getröstet hat, wenn es zu einem Trauerfall kam, wer da war. Und die Kirche leistet mitunter eine unglaublich tolle soziale Arbeit. Und ich möchte darum bitten, dass man wieder lernt, hier zu differenzieren und gemeinsam nach Lösungen schaut. Das ist meine Bitte. Und ich spreche diese Bitte nicht nur für mich aus, sondern für alle anderen Betroffenen, die mich darum gebeten haben, doch einfach mal ganz klare Worte zu sagen. Und das habe ich hier mitgemacht. Aber machen Sie sich mal Gedanken, jeder Einzelne. Jeder, der in diesen Positionen sitzt, für Veränderungen sorgen zu können, ist auch gleichzeitig verantwortlich für das, was hinten rauskommt.